Neues vom Prozess hier in Wels am Landesgericht, wo der Welfenprinz Ernst August von Hannover heute der Richterin Rede und Antwort stehen muss. Muss er sein Schloss mehr oder minder umtauschen oder eintauschen gegen Schloss und Riegel? Muss er ins Gefängnis? Er wurde ja wegen Nötigung, gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung angezeigt. Die mögliche Konsequenz daraus ist eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren. Ob er die bekommt, das werden wir heute am Abend erfahren, wahrscheinlich, denn es ist nicht sicher, ob der Prozess heute noch zu Ende geht. Aber Ernst August von Hannover hat jetzt den Gerichtssaal verlassen. Er ist nicht mehr vor Ort. Er ist mit einem Mietwagen, mit einer großen Limousine, mit Chauffeur weggefahren, denn er hat gesagt, er ist krebsoperiert, er ist frisch operiert, er hat Angst, sich im Saal mit Covid-19 anzustecken, weil er eben sehr geschwächt ist. Und aus diesem Grund hat ihn die Richterin jetzt auch gehen lassen. Das war ja vor gut einer Stunde. Und momentan geht die Verhandlung weiter. Es sollte dann noch eine Pause geben und da erfahren wir dann mehr. Das Einzige, was wir wissen bis jetzt, er erklärte, dass er nicht schuldig ist. Auch sein Anwalt unterstützte das. Er will eine Diversion, er will sich mit den Beteiligten einigen, ob die Richterin das zulässt. Das ist aber fraglich. Er kam heute mit 2 Anwälten und mit Bodyguards ins Gericht über einen mehr oder minder geheimen Gang, wo man ihn nicht sah. Da hat die Justiz geschaut, dass er seine Ruhe hat. Es gab kaum die Möglichkeit, nur durch einen dünnen Spalt einen Blick auf ihn zu erhaschen. Der dünne Spalt in einer Glastüre, in einer mattierten Glastüre, da gab es die Möglichkeit, aber sonst, wie gesagt, war er nicht zu sehen und hat auch auf diesem Wege über diesen Gang, über diesen mehr oder minder geheimen Gang wiederum das Landesgericht verlassen. Wir warten natürlich jetzt, was weiter passiert. Meine Kollegin Larissa Eckschlager ist ja auch hier von der Tageszeitung Österreich und sie wird dann nachher in der Pause gemeinsam mit mir von den aktuellen Handlungen hier im Landesgericht, im großen Schwursaal des Landesgerichtes Wels berichten.